Patricia, du wartest noch. Ich bin wieder da in El Paso. Willkommen in Texas. Soll ich jetzt so lange im Auto warten? Langst du da jetzt und fährst rum, oder? Helf mir hoch. Hallo Leute, erstmal geht's hier mit der Lümmeltüte voran. 500 Gramm Speck. Die werden gewürfelt, Freunde. Ja, wir brauchen nur 250 für diese eine und 250 für die andere Wurst. Ja, man könnte auch die Schwarte vorher absägen, aber hier, wir müssen das Video ja natürlich ein bisschen in die Länge ziehen. Ich schneide hier ein bisschen was weg vorweg und dann wird gewürfelt. Weißes Glück. Eine Tüte voll Glückwürfel, bitte. Könnte man auch so auf der Kirmes verkaufen, an kleine, dicke Kinder. So, und ab in den Freezer. So, wird angefroren hier. Und jetzt hier habe ich erstmal hier ordentlich 3 Kilo Schweinenacken. Davon brauchen wir natürlich erstmal 2 Kilo. Da sehe ich mir erstmal schon ab. Das andere Kilo wird hier für die andere Folge verwendet. Aber man würfelt erstmal ordentlich eine Ladung. Ja, schön klein würfeln hier, die Nacken hier. Gut nacken, da kann man gut nacken, knacken. So, hier gewürfelt. Ein bisschen Zeitraffer hier, Freunde. Das könnt ihr euch nicht in Echtzeit angucken. Ist aber zu lang. Ich habe erstmal alles gewürfelt. Und davon nehme ich mir erstmal 2 Kilo Schweinenacken. Aber leider noch nicht in die Pfanne. Es ist nämlich Baconwürfel. 200 Gramm. Also für die Girls für euch 2 Tafeln schwer. Ihr könnt es abwiegen. Kotons machen hier. Ja, ganz genau. So, und dann abtupfen hier den Lümmel und dann rein hier auf das Abtropfgefährt. Jetzt nehmt ihr hier ein bisschen Krepppapier drunter. Das saugt auf und jetzt wird's schön crunchy. Oh, ich gehe ein bisschen durch. Wow, da könnte ich drin baden, aber ich habe zu wenig. Ganz genau, weiter geht's, Freunde. Und zwar mit dem Grilljunkie. Ich habe ihm gesagt, er soll ein bisschen Bier holen aus dem Auto. Hat er nicht ganz kapiert, glaube ich. Ich habe hier mein Bacon, gewämstes Beefy-Kreuz zur Veggie-Ninja-Abwehr. Irgendwo soll sich der hier schon rumtreiben. Ja! Haha, den sind wir los für heute. So, Freunde, es geht weiter hier. Ja, Nacken rein hier und dann wird gewolft hier. Der Fleischwolf ist noch aus Panzerstahl. Einmal anrühren. Dann geht's von alleine fast, oder? Ich rühre nochmal weiter hier. Ah, wieder fast von alleine hier. Der will da durch. Das Fleisch will da durch meinen Panzerstall. Ganz genau. Richtig gehört. Ja, aus Kriegsfahrzeug wird Friedens. Fleischwölfe. Richtig. Weiter geht's. Und hier, jawohl. Ja, die Würfel des Glücks aus weißen. Das weiße Gold kommt da jetzt raus. Richtig. Lange Fäden zieht's. Man könnte jetzt hier schon reinbeißen, aber es ist zu fettig, glaube ich. Für den Normalverbraucher. Aber, wie ihr seht, man könnte sich's aufs Brötchen schmieren. So, weiter geht's, Freunde. Jetzt wird gemischt, Freunde. Jawohl, ja. Yeah. Unsere Currywurst des Glücks. Erstmal hier der Hack hier. Von dem Nacken hier, da rein. Hier Johnny-Sicht hier. Für euch, nehmen, greifen. Jeder wollte schon mal Bagger spielen. Bagger des Fleisches. So, nehmen und lunsen. Oder auch wemsen. Handvoll Bacon-Crotons. Da rein. Oh, kann ruhig noch eine Hand rein. Theoretisch könnte man den Teller einfach schütten, aber es sieht cooler aus im Video. Und jetzt kommt natürlich noch was anderes rein. Gouda Mittelalter. Und wer will ein Spaghetti-Eis, Freunde? Jawohl. Ja, das ist hier ein bisschen was von unserem Fett. Ja, ihr könnt euch daran erinnern. Und die Ladung. Ein bisschen Gewürz darf nicht fehlen hier. Pfeffer. Und jetzt hier, Johnny Salz wieder hier. Schon gemahlen hier, ihr könnt es auch grob kaufen, wie ihr wollt. Ordentliche Lümmeltüte reingelunzt.
Und natürlich die Muskatblüte, ja, ganz genau, für die gehört. Sie stehen auf Blümchen. Ich bastel hier ein Pringlausfleisch. So, reingelümmelt mit der Lümmelhand, ja. Und dann schön kneten. Ihr habt euch gewundert, warum der Grinjaki hier nicht mitkommt, ja. Er hat schon sein Stuff im Auto verstaut. So viele Gerätschaften hat er gar nicht mitgebracht. Ja, mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum er eine halbe Stunde weg war. Mal schauen. Oh, alles wieder verräumt. Jetzt können wir endlich essen. Veggie ist auch schon weg. Das ist für das Fastgeschwein. Veggie. Veggie, du Schlampe, das gibt Rache. Oh, Mann. Grill-Junkie, du Schwein. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ninja-Attacke. Ninja-Web, hilf mir. Mach ihn fertig. Ja, wieder mit ihm. Ich prüge dich zum Vegetarier. Kompost mit dir. Der Grill-Junkie ist platt. Wir ziehen uns zurück. Ninja-Web. Ah, hier ist der Wurstprängelmaschinen-Apparillo. So, erstmal hinten laden. Was haben wir hier? Der Darm. Onkel Dr. Darm ist da. So, aufgelunzt hier. Ja, muss ja mal ein bisschen die Lümmeltüte befeuern hier. So, Schutz muss ja sein, ne? Safety first hier. Abgesägt hier. Dritte Hand hält fest. Hier Seemannsknoten hier. Kennt man aus der Schleifezeit, aus der Grundschule noch. Angedrückt. Geschlossen. So, dritte Hand. Kurbelt und ich wurste. Wickeln. Erste Mal schon abgerissen hier. Jetzt ab hier. Oh yeah, yeah. Schön einmal langsam kurbeln und nehmen und dann rollen hier. So sieht das aus. Schöne Zeitraffer für euch hier, ne? Und da wird gewurstet hier. Sehr schön. Und hier aufgehängt. Ganz genau. Yeah. Die anderen in Folge B, die Nürnberger hier, sind zuerst gelunzt worden. Aber hier seht ihr das. Einfach aufgehängt zum Trocknen hier an der kühlen Luft. Genau, da wird der Darm noch ein bisschen fester. So wie wir es mögen. Soll nicht sofort platzen, wenn man reinlümmelt. So. Sehr gut. Hier die Wäscheleine nach Johnny Style. Ganz genau. Und nun, Boys and Girls. Kohle rein ins Fass hier. Diesmal aufs direkte Gitter oben drauf. Hier, Gitter drauf. Und jetzt nehmen wir uns ein paar weg hier. Wurst 1 abgeschnitten. Ab auf den Teller. Nächster Lümmel nehmen. Drauf gelunzt. Und da passt noch einer drauf hier. Samurai-Schnitt. Zack. Und drauf hier. Jawohl, mit dem Finger hier kann man halt schön drauf bremsen. Da sind die kleinen Prängels hier. Ich hab ein paar Leute da gehabt, die haben hier die Wurst ein bisschen kleiner, gelunzt. Umgedreht hier. Oh. Naja, die könnten noch ein bisschen, aber ich röste sie erstmal rundum an. Ich will die rundum braun haben. Ah, ja, voll. So, sieht ja schon mal ganz gut aus. Die Flames kommen. So muss das sein bei einer ordentlichen Wurst. Umrühren hier. Quasi umdrehen hier, schön braun machen. Charles Bronson. Hätten wir hier, oh, wie das Fett läuft. Jawohl, die sehen schon mal sehr gut aus. Ah, so mag ich das, Freunde. Der Käse kommt raus. Er blubbert. Oh ja, das sind Würste, Freunde. Immer schön wenden hier, als überall auch das Fett rankommt. Und jetzt runter damit. Ab auf den Teller. Schön drauf gelunzt hier. Jetzt wemsen wir das nächste Gefährt dazu. Oh yeah. Ah, schön auf dem Fass gegrillt hier. Oh yeah. Currywurstpackung genommen hier. Oh, jetzt muss ich hier schnell schneiden hier. Ja, los, geh ab, Freunde.
paar Scheibchen hier. Oh, ich habe ein bisschen verstochen. Naja, mit ersten paar Scheibchen kriegen wir hin. So, paar Scheibchen machen, nächste Wurst nehmen, ja? Das wird die Currywurst Johnny Spezial. Na komm schon hier. So, die auch nochmal abschneiden. Ah, ich drück zu viel, anstatt zu schneiden, aber mein Gott, ich hab's eilig. Wer drückt, der gut wurstet. So, mit Gewalt kriegt man sie auch auseinander. So, und jetzt hier ein bisschen Söschen fürs Döschen. Oh, die große Kelle. Currysoße, Johnny Style. Hier wird nochmal eingeblendet. Sehr gut. Oh, aber was fehlt noch da drauf? Ja, sie müssen ertränkt werden, die Wurststücke. Currypulver oben drauf hier. Diesmal Johnny's Indian Rub. Ja, ganz genau. Ist eine Currymischung. So, hier Jim Curry Wurst hier. Präsentierend. Ja, so muss es sein. Self-made. Ja, ganz genau. Und nun hier, Gabel reingepiekst. Bisschen Soße dran und ab in den Hals. Ich nehme noch eins. Anschnitt habt ihr ja gerade gesehen hier. Oh, Freunde, das ist ein Ding. Boys and Girls, ballert euch rein. Ja, es gibt natürlich noch eine neue Folge. Eine andere Wurst. Nürnberger Würstchen. Ja, ganz genau. Lasst den Daumen nach oben brennen und verteilt dieses Video in die Welt hinaus. Und Abonnation nicht verpassen. Ciao.